Willkommen zurück zu Christmas Eve, Mitternachtsruf. Zuletzt wusste ich nicht genau weiter. Flugmaschine kann ohne Flügel nicht abheben. Heißt das aber, Lampe fehlt noch etwas. Vielleicht müssen wir dann Herz noch einsetzen, oder hatte ich das nicht schon gemacht hier, oder? Dann kommt man da vielleicht ran an diesen Armreif oder was das da ist. Vielleicht kann ich da noch nichts machen. Ja, genau. Führ mich mal, Spiel. Führ mich mal, damit wir wissen, was wir tun können. Ja, aber hier gibt es kein Weiterkommen. Wie kann ich denn diese Schmetterdinger da... Komm, du Schneemann. Ich habe den schon tausendmal probiert, hier zu benutzen, glaube ich. Oh, ich habe keine Ahnung, was man da machen kann. Probier einfach mal alles ganz stumpf aus. Ach, der Regenschirm. Der Regenschirm. Jetzt können wir hier auch durch. Ich dachte, den Regenschirm hätte ich schon ausprobiert. Es ist zu dunkel, ich kann nicht sehen. Ja, aber wir haben ja eine Fackel. Are you following me? Go away! Steht zu mir nach, hau ab. Okay. Diese Kreatur folgt mir überall hin. Wie kann ich sie loswerden? Mit meinem Schneemann. Okay, mit dem Ritterding. Mit der Flöte. Uff, mit Schmetterlingsding. Weiß ich nicht. Wie kann ich sie loswerden? Ah. Ich möchte nicht von einer Schlange gebissen werden. Eine fiese Schlange. Ja. Die vielleicht einlullen mit Musik? Nee, da können wir wohl nicht viel machen. Können wir hier was machen? Da ist ein Knochen! Ein Knochen. Diese Libelle will sich einfach nicht fangen lassen, aber mit unserem coolen Kescher schon. Ich habe eine Libelle. Okay, und was ist hier noch? Ich frage mich, wofür die Einbuchtung in dieser Vase dient. Tja, da können wir bestimmt noch was reintun. Ah, und dem fehlt bestimmt der Ritterkopf. Ah. Und das Vieh wird jetzt geblendet. Oder nicht. Gefunden, da ist das Geschenkpapier und das gehört bestimmt zu der Maschine. Zerbrochene Spiegel bringen Pech. Dieser jedoch fehlt einfach nur. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Spiegel. So, jetzt geht das aber los hier. Haha. Ich hatte doch das letzte Mal gesagt, dass es so aussieht hier, als wäre da sowas, ein grünes Papier oder was drum. Tja. Wie auch immer das funktionieren soll. Ah, eine Maschine mit Geschenkpapier schnüdelt man da einfach rum. So, der Flügel, der, ja. Das ist Tarnlichtpole. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen kann. Kann ich hier die Kelle irgendwie verwenden? Nein. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Da können wir nichts mehr machen. Da können wir durch. Geh mal hier da. So. So. Können wir das jetzt hier irgendwie ran dingsen? Können wir hier die Sachen ranmachen? Ein hungriger Frosch, hier ist schon mal eine Libelle. Quack. Geh mal weg. Ich habe einen Frosch. Und eine Kanonenkugel. Und ein Stromkabel. So, aber was gehört hier hin? Warum hat Robert für seine Flugmaschine lieber einen Propeller statt einen Motor verwendet? Ich weiß nicht, aber Propeller, den bauen wir da wohl dann noch. Den bauen wir noch. Oh Gott. What? Eine monströse Schildkröte, ist das Roberts Erfindung oder ein weiterer von Audreys Untertanen? Sie ist in Begriff anzugreifen. Hier. Knochen. Was mache ich denn jetzt mit der Schildkröte? Hier, Frosch. Hier, eine Kelle. Was mache ich mit der? Mein Schneemann soll mal helfen. Was mache ich mit der Schildkröte, bitte? Und ich muss auch mit ihr was machen. Ich kann anscheinend nichts drumrum machen. Nee, diese Dinger, die gehören da hinten hin.
Das wird so nix. Spielfigur, Knochen, Flügel, Frosch. Kanonenkugel, Stromkabel. Was mache ich jetzt mit der? Gibt's ja wohl nicht. Gibt's ja wohl nicht. Was kann ich dem eigentlich geben? Ihm fehlt doch noch was. Fehlt dem Frosch? Fehlt ihm eine Kanonenkugel? Was fehlt dem Kleinen? Hier. Die Blume immer noch, ne? Bestimmt die Blume. Was können wir denn der Katze mal geben? Den Knochen nehmen wir sie ja wohl nicht. Ist eine Katze. Vielleicht irgendwas zum Spielen? So ein Frosch? Scheiße. Ja, Leute. Ich würde die ja daran machen, aber das geht ja nicht, diese Dinger, oder? Nee. Ich kann ja hier noch gar nichts machen. Ich muss erstmal das hier bestimmt machen. Lieber ein Propeller. Warum haben wir hier nur einen Flügel? Propeller, Propeller. Da. Ich keine Ahnung. Ach hier, guck mal, der Frosch kann doch die bestimmt wegmachen. Lecker, lecker. Guck mal, wir tun immer nur Gutes. Können wir das jetzt nehmen? Den linken Fäustling und? Warum sollte jemand diesen Mechanismus sabotieren wollen? Weiß ich nicht. Was mache ich jetzt damit? Ist aber auch kompliziert hier alles. Können wir die da rauskellen und mitnehmen? Kann der Schneemann hier was machen? Kann ich da was ranschrauben? Weil ja hier so diese Schrauben sind. Vielleicht kommt das ja noch. Tja. Oh, hier ist ja auch noch was. Stimmt. Ich werde die Maus herauslocken und dann den Spalt im Fels vergrößern. Ja. Ja. Auch das ist fragwürdig. Ja, ich habe irgendwie nichts, womit ich die locken könnte. Da bräuchten wir vielleicht einen Käse oder so. Hier. Ja. Was wollt ihr denn jetzt hier? Was soll ich denn da ran machen? Ich hab doch nichts. Soll ich die damit rausholen, das Ding? Ich wüsste nicht, was hier gehen sollte. Das macht für mich gar keinen Sinn. Hebel. Ach, der Hebel. Der Hebel. Es muss einen Weg geben, diesen Motor zu reparieren. Mit den Dingen, die ich habe. Echt jetzt? Mir fehlt es irgendwie an Fantasie die ganze Zeit, dass ich irgendwie selber nicht immer auf diese Lösungswege hier komme. Na gut. Das Stromkabel gehört auch da hinten hin. Das sind so meine Ideen dazu, aber okay. Vielleicht kann ich jetzt hier auch nichts mehr machen. So, jetzt soll ich bei ihm hier was machen. Ein Kanonenkugel, der vertreibe ich den. Ein Knochen. Na klar, der Knochen. So, was dieser Wolf wohl beschützt? Das weiß ich nicht, du. Da soll was rein, aber das nicht. Das gehört woanders hin. Das kriegen wir gleich raus. Aber vielleicht... nee. Der Knopf vielleicht? Nee. Dann, ja. Eine Blume hatte ich ja auch noch nicht bekommen. War hier was? Guck mal, er könnte die Flöte kriegen. Oh. Laser. Bin ich ja gar nicht drauf gekommen, dem mal die Flöte zu geben. Diese Hand lässt sich nicht einfach so öffnen. Nicht einfach so. Muss ich denn Waffe machen? Muss er dann wieder spielen hier, oder? So.
Ja. Ja. Gut. Ah. Kannst du da nicht ran? Nein, das war nicht richtig. Na gut. Dann nicht. Dann gehe ich eben woanders hin. Kommt das Laserding da vielleicht ran? Dann nicht. Und er hier, Laser? Was mache ich denn mit der blöden Kröte? Meinem Lasergerät hier. Nix will gehen. Wie auch, weil die Sachen sind für anderes gut. Kann ich hier irgendwas benutzen im Raum? Ja. Was da oben? Seit wann gibt es hier oben wieder was zu wimmeln? So, bau dich mal auf, Bild. Schon wieder bei diesem Rentier. So, wir haben Knopf 1, 2, 3. Was jetzt? So, jetzt soll ich da die Knöpfe reintun. Ja, bin schon wieder so hektisch. Zuckerstangen. Zuckerstangen, Zuckerstangen, Zuckerstangen. Keine Ahnung, was diese Flüssigkeit ist. Ich werde mit bloßen Händen nach dem Weihnachtsbaum greifen. Hier gibt es ja immer so Dinge zu tun, wie da zum Beispiel. Und dann kriegt man einen Kristall. Was soll ich jetzt hier machen? Diese mechanische Hand sollte etwas halten, wie zum Beispiel den Kristall. So. Wow, okay. Und jetzt kann ich das nie in den Tannenbaum. Und was mache ich jetzt mit dem Tannenbaum? Hier in so eine Dings reinstecken. Das Seil ist zu fest verknotet. Ich muss es anders entfernen. Und ich habe hier immer noch die Knöpfe. Ah. Knopf 1, 2 und 3. Ist ja alles sehr ausgeklügelt hier gemacht. So. Mache ich jetzt. Da muss bestimmt noch was rein, oder wie? So. Mach mal eins. Ah. So. Aha. Ja, man muss nur wissen, wie. Heißluftballon. Jetzt wieder Knopf 3. Dann bläst das Ding sich auf. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Doch, er bläst sich auf. Schwebt nach links in den Greifer hinein. Oder auch nicht. Warum ist das jetzt so? Ach so, weil das da oben an den Knopf rangegangen ist. Ah, das ist ja... Das ist ja ein Ding hier. Was könnte sich darin verbergen? Ja, dafür müssen wir dann keine Knöpfe mehr drücken, sondern anscheinend was anderes machen. Wie zum Beispiel hier die Kurbel nehmen, die da ran machen. Dann kriegen wir das Murmeln, ne? Ja. Die Murmeln. Juhu! Boah, Wahnsinn. Das war jetzt schon ausgeklügelt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Kann ich die Murmeln hier rein? Können wir dem Vieh hier die Murmeln geben? Die, tatsächlich. Oh, okay. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete, sonst lande ich auch auf dem Rücken. Ja. Ist ja erstmal egal, Hauptsache du kommst hier ran. Dann machen wir mal hier da dran. Okay, ich dachte eigentlich, das muss hier noch repariert werden. Wir haben einen Propeller. Das ist ja toll. Ich kann die Tasche öffnen, indem ich den Reißverschluss repariere. Moment, wir haben da schon lange, lange das Ding hier rumhängen. Und bekommen ein Zahnrad. Und ein Puzzleteil. Wahnsinn. Und was jetzt mit der mechanischen Kröte? Das ist egal, oder was? Ja, noch was gefunden.
just a little more time, and the queen will relent. Then I'll have her powers, and the whole world will be mine. Okay. Ich muss mich beeilen, bevor Audrey die dunklen Mächte entfesselt und Snowhill in ewige Dunkelheit stürzt. Hey, das ist aber cool. Schon spannend hier. So. Wir könnten da ja bestimmt... Genau. Und dann gucken wir jetzt, was da ist. Was muss ich hier machen? Nix. Geht alles von alleine. Ah, das Spiegelteil. Yay. So, ich glaube, das war's dann hier erstmal. Dann gehen wir raus. Und wieder weg. Und setzen da den Spiegel ein. Das ist ja toll. Der Mechanismus muss repariert werden, bevor er funktioniert. Pass auf, wir haben ja hier jetzt die Teile. Reicht das? Setze das Medaillon wieder zusammen, indem du die Lücken in beiden Ketten mit jedem Teil das Medaillon ausrichtest. Wenn die Ketten einrasten, drehen sie sich in die entgegengesetzte Richtung. Probieren geht über Studieren. Das ist jetzt eingerastet, oder was? Es muss immer, damit es da Öffnungen gibt, genau da auch. Tada. Und jetzt noch unten. Cool. You have anything better to do? Ja, sehr selbstbewusst, die Gute. Oh, wir haben hier noch was zu tun. Vielleicht können wir hier diesen Spielstein tun, oder? Truhe ist gut gesichert, aber ich werde einen Weg finden, sie zu öffnen. Leicht, Experte, erneut. Warte mal, ich habe doch hier diesen... Genau, muss das hier nicht auch irgendwo hin? Diese Spielfigur? Also das war anscheinend nur ein. Ich glaube, das müssen wir später machen. Warum passt das da eigentlich nicht hin? Weil das zu eckig ist. Das ist nicht passend. Diese Hand lässt sich nicht so einfach öffnen. Dann gehen wir erstmal raus. Der hat noch keine Blume. Das bringt nichts. Vielleicht können wir das hier jetzt mit dem Zahnrad reparieren. Jawohl. Meine Güte, es ist nicht bloß eine Klippe, sondern der Eingang zu einer Höhle. Oh. Hey. Gigantisch. Was sagst du dazu? Gar nichts mehr. Ist da ohnmächtig die ganze Zeit? Ja, dann mache ich jetzt. Können wir da denn jetzt hin oder nicht? Nee. Nee. Wie, wo ist denn jetzt der Eingang hier? Wo war der Höhle? Nicht? Höhle. Du bist bereits hier. Hm. Schatzraum, ach ja, wegen der Hand. Vielleicht können wir den Propeller, den habe ich jetzt gerade hier, den Propeller ran. Die Flugmaschine kann ohne Flügel nicht abheben. Flügel. Propelli. Da gehören jetzt die Dinger nämlich hin. Yippie. Wo ist das andere Ding? Hä? Der hier nicht? Da. Nee. Roseninlay, das geht nicht. Oh, dann fehlt mir sogar noch einer. Diese Flugmaschine muss repariert werden. Und dann... Also das gehört hier auch nicht hin. Nee, nee, dann fehlt mir was. Oh, ich habe meinen ganzen Kram schon... Hm. Gehört die Blume, dieses... Was ist das eigentlich? Edelsteinblume. Ja, die hätte doch jetzt hier,
Hier, nimm die Kanonenkugel. Und wenn wir beim Edelstein... Moment, lass mich da nochmal hin. Das hier nochmal, das da rein? Nee, das hat auch nicht funktioniert. Da, hier vielleicht. Was sollen wir denn hier jetzt noch machen? Ah, sich ergänzende Paare schon wieder. Nicht schon wieder. Also, was hätten wir denn da? Irgendein Korkending? Ist hier vielleicht eine Art Flasche? Mhm. Wolle und Stricknadeln. Maus und Uhr-Dings. Das und das? Nee, was ist das überhaupt? Was kann man noch nehmen? Lineal und Stift? Ist hier irgendwo ein Feder? Nee. Das und Lineal? Gehören die zusammen? Nee. Die Vase und was soll denn dazu? Die Rose? Die geht natürlich. Das Ding mit dem Ding hier. Genau. Knopf und Nadel. Nur noch zwei Stück? Nein, drei. Okay. Kann man hier irgendwas Tolles machen? Weiß nicht genau, was das hier sein soll. Sieht aus wie eine Patronenhülse, aber gut. Vielleicht kann man ja irgendwas noch benutzen, weil es beim letzten Mal auch ging. Ah, hier. Tatsächlich. War wahrscheinlich eine Patronenhülse. Okay, und... Ja. Das kann ich nicht benutzen. Hier gibt es nichts zu nehmen. So ein Anhänger oder so. Die beiden gehören ja nicht zusammen. Zwei noch. Ach, da unten ist es ja das andere Stück. Ich finde das letzte Paar. Ja, das ist das Gewichtding. Mit dem da. Garn. Ich weiß, was ich mit dem Garn machen kann. Natürlich gehe ich zur Miezekatze. Damit die damit spielen kann. Oh, lustig. Wolfssymbol. So. Dann gehen wir mal zum Wolfi. Oh, interessant. Eine Eisblume mit echten Blumen in Blütenblättern. Edelsteinblume. Die geht nicht. Roseninlay. Was? Kann ich denn dann da machen? Weiß ich nicht. Na gut, dann gehen wir mal zum Wolfi. Und ich krieg ein Glasblütenblatt. Und damit gehe ich dann hier wieder zurück und tu das rein. Ha! Gott. Elf Teile. Eine nette Start-Hobby erscheinen. Einige Teile zu fehlen. Einige Teile, das war eins. Trommelbecken. So, und er will jetzt trommeln. Das hätte ich jetzt dann... Na gut. Dann nicht. Ja. Tipp. Wo darf es denn mal hingehen? Ach, hier sollen wir jetzt hin. Ich habe im Trommelbecken hier vielleicht ordentlich losscheppern oder so. Auch nochmal. Nicht? Dann könnten wir aber hier das Rätsel machen. Irgendwo gehört das hin. Bevor das Liebespaar vereint werden kann, muss der Prinz das Schwert nehmen, um die Drachen niederzustrecken. Und die Prinzessin muss den Schlüssel nehmen und die Truhe öffnen. Leite dann beide durch das Labyrinth. Bewegst du eine Person, wird auch die andere davon beeinflusst. Also. Prinz zum Schwert. Und Prinzessin zum Schlüssel. Das ist ja in Ordnung. Dann geht er mit hoch. Mhm. Das ist ja soweit okay. Oh oh. Er darf da aber eigentlich nicht hin. Das ist auch okay. Aber er soll ja zum Schwert, verdammt. Ist ja total falsch von mir. Ah. Ja, das geht doch. So, schön nach oben, ihr beiden. Juhu.
Sie ist drinne. Bleibt die jetzt auch drinne? Nein, sie geht trotzdem da lang. Er kann ja jetzt kämpfen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn die jetzt nach rechts geht, ist die da aufgeschmissen. Das heißt, er muss erstmal hier... Oh oh. Wie soll ich das denn machen? Das müssen wir anders machen. Das geht nicht, du. So, jetzt darf er nämlich auch weiter nach rechts, ohne dass ihr was passiert. Genau. Immer voll fertig gemacht. Kriegen wir hin. Yay. Okay. Das ist irgendwie doof. Mach die mal zusammen. So. Drinne. Aber irgendwie fehlt das mit dem Schatz, ne? Scheiße. Prinzessin muss zum Schlüssel. Habe ich jetzt voll verpeilt. Oh nein. Jetzt kriege ich die beiden nicht auseinander, oder was? Doch. Okay, du gehst mal da lang. Prinz. Du gehst noch mal mehr da lang. Genau. Am besten, er macht sie gleich alle fertig. Aber die geht mir jetzt hier zu weit da lang. Komm mal mit. Sie muss ja da sowieso hin. So. Haha. Ja, du hast den Schlüssel, ich weiß. Ihr seid prima, voll das Dreamteam. Gehen wir nach oben. Truller. So. Genau andersrum müssen die jetzt sein. Das ist total doof. Schön. Eine nicht entzündete Kerze ist nutzlos. Warte, erstmal nehmen wir noch den Knopf. Ist hier noch was? Ne. Wo ist unsere Fackel? Haben wir die nicht mehr? Wie, wir haben die Fackel nicht mehr zum Anzünden? Was soll das denn? Die hatten wir doch aber. Kannst du die hier nicht einfach Feuer nehmen? Hier ist doch überall Feuer. Hm. Haben wir hier irgendwas, was wir reintun können? Das Roseninlay zum Beispiel. Ja, wieso komme ich da eigentlich nicht drauf? Roseninlay und ich schlepp das die ganze Zeit mit mir rum. Was wollte ich jetzt? Ich will eigentlich da weiterbleiben. Ich will hier hin zum Herz. Armreif. Und Karotte. Wahnsinn. Armreif. Armreif. Wer will einen Armreif? Wer brauchte noch einen? Das geht nicht. Nochmal hier lang. Armreif. Armreif. Ha. Mechanismusteil. Ich kann kein Gift von einer schlafenden Schlange bekommen. Warum will sie denn jetzt Gift von der Schlange auf einmal? Okay. Packen wir erstmal das Mechanismusteil da rein. Denn wir haben jetzt darauf, verscheuche die Vögel mit der Macht der Elemente. Die Zahlen über den Elementen geben an, wie viele Vögel noch verscheucht werden müssen. Die rechten und linken Hebel bringen weitere Vögel. Mit der Macht der Elemente. Feuer gegen das. Feuer gegen Eis. Komm. Hat irgendwie nicht geklappt, ne? Ja. Wasser gegen Feuer. Blick nicht durch.
kriege ich die denn immer verscheucht hier? Ah! Ich treffe die irgendwie noch gar nicht richtig, ne? So halb getroffen. Aha. Also das war ja, waren ja aber Element zu Element. Ich dachte, ich sollte immer das Gegenteil rauf machen. Okay, dann Feuer gegen Feuer. Dann ist es ja noch einfacher. Da muss man ja nicht mal denken. Ja, okay. Okay. Naja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich dachte halt Feuer gegen Wasser und so immer das Gegenteil eigentlich. Dann nicht. Einer nach dem anderen verschwindet. Hier ist ein bisschen wie Moorhuhnenjagd. Tja. Ich habe jetzt 3 Runden gemacht. Leute, es reicht. Findet ihr nicht? Komm her. Wollt ihr mich veräppeln? Komm, der war voll getroffen. Hallo? Geht doch. Der war doch auch voll getroffen, kapiert irgendwie. Na also. Nein! Oh, ich muss jetzt nicht alles nochmal machen, oder? Haben wir es dann? Hey. So, jetzt aber. Now I know why they call it the miracle of flight. Ja. Und schwupp sind wir in einem anderen Bereich. Und was könnte das Rentier in seinem Beutel versteckt haben? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Finde die Unterschiede zwischen den Objekten und so. Das machen wir im nächsten Part, Leute. Wir schauen uns hier ganz genau um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.